Die neue Verordnung ist da. Trari trara. Und die Ostereier kommen in Haus. Orange wird's neue gelb. Na, orange wird's neue rot. Gelb wird's neue orange. Und weiß wird's neue gelb. Und wer sich bei der ganzen Farbenlehre nicht mehr auskennt, der sieht einfach schwarz. Auf jeden Fall, jetzt können wir nicht einmal mehr ein neues Heimat kaufen, sondern müssen das alte Leibel auszahlen. Die Laden seien weiterhin zu. Und ich verstehe das auch. Weil laut einer neuesten Studie von der Universität oder ist der Hochschule, ich weiß nicht genau, von Gilles de Burga, die besagt, dass die Ungesteckten und Infizierten und sogar die Toten im Einzelhandel weitaus am größten sein. Weil die seien so etwas von ansteckend und so etwas vergleim und so etwas von unhygienisch, dass Amazon und Zalando und überall wo halt, ja, dass nicht einmal so eine amerikanische Ziehpizza dagegen etwas ausrichten kann. Deshalb müssen die Läden weiterhin zubleiben. Und natürlich auch die Bars und die Restaurants. Weil eine Ordnung muss einfach sein. Und wer genau wissen will, wie das geht, der muss die Verordnung Nummer 14 vom 13. März einfach selber bitte durchlesen. Sie gilt nämlich genau vom 15. April bis zum 2. April und am 6. April. Weil am 3., 4. und 5. April selben gilt ganz etwas anderes. Selben gilt ein Decreto Legge, nicht mehr ein DPCM, weil langsam sind sie draufgekommen, vielleicht ist es gescheiter, da etwas Ordentliches, also Nägel mit Köpf zu machen, nicht leise Sonnenkönig verordnen. Nein. Auf jeden Fall am 3., 4., 5. April selben bekommen, kriegen die Oster und andere Eier, also Schokoladeeier und Zuckereier, eine ganz andere Farbe. Und nach einem Jahr Sanitätsdiktatur geht es heiter und beschwingt weiter. Und man schämt sich nicht einmal, das in ein Dekret hineinzuschreiben. Also da steht neben den ganzen Präambeln und neben den ganzen Prämissen, steht, weiters deutet einiges auf eine diffuse Verbreitung hin, die sich nicht mit örtlichen Maßnahmen eindämmen lässt. Und in den letzten 7 Tagen gab es neue Infektionsherde in Betreuungseinrichtungen, Seniorenwohnheimen, Krankenhäusern und an anderen Orten, die schutzbedürftige Personen beherbergen. Ja, ich frage mich schon langsam, was denen die da? Und soll darf ich, oder? Fragen darf man, wieso nach einem Jahr, wo man genau weiß, welches die neuralgischen Punkte sind, wieso man da alle noch nicht eine richtige Sicherheitstür, halt ein richtige so ein Schutzschild oder halt irgendetwas gefunden hat, damit man die Leute, die effektiv die gefährdeten Gruppen sind, damit die ja nur nicht geschützt sind. Da fragt sich selbst, das tanzende Haus, was da bei den Jahren stimmt. Aber die Dramatisierung von der Sanität nimmt ihren Fortlauf. Und die Banalisierung von der Wirtschaft und von der Arbeit und von den Schülern und von den Kindern? Was passiert denn? Selbst der Heilsbringer Super Mario Draghi hängt am Gängelband von der Sanitätsdiktatur. Und allem nur werden heftig die Kanonen angeschossen und die Bombardiers werden in den Medien gut platziert, dass ja möglichst lange ein Angstzustand herrscht. Aber ich frage eigentlich, wie lange kann man so einen Notzustand oder so einen Ausnahmezustand wirklich weiterziehen, damit er nicht zur Witzparade wird? Wie lange glauben denn die Leute das noch? Und wie lange kann man einfach ein Blödsinn nach dem anderen erzählen? Wenn ich sage zum Beispiel, vor ein paar Videos, scheinbar ist bei der AstraZeneca-Impfung irgendetwas passiert, ob das jetzt noch in Zusammenhang steht oder nicht, ist gleich. Jetzt auf einmal, die ganze Welt schreit, oh, AstraZeneca, jetzt da hat es Kollateralschäden gegeben und vielleicht ist sogar einer gestorben. Also wenn ich Millionen Leute impfe,
dass irgendwann dann auch nachher, nachdem er geimpft worden ist, stirbt. Weil es ist einfach so traurig, das ist, aber das ist einfach so. Wirklich. Wenn Millionen geimpft werden, irgendwann stimmt. Das Gleiche, wenn ich jetzt 5 Wochen lang Arschdreier ist, ob es jetzt rot, blau oder gelb sein, und nachher mache ich eine Untersuchung, wie viele Leute nachher gestorben sind, die Arschdreier gegessen haben, dann werde ich auch ein paar finden. Versteht's, wo die Eier sagt, halt, wo die Korrelation, wie heißt das halt, so eine Korrelation, irgendeine so eine Korrelation ist da halt und irgendwie kann man da auch so einen Vergleich erstellen. Aber hey, lassen wir die langen Ohren übrig. Nach wie vor ist für mich der Professor Streeck einer der Klügsten in den ganzen Pandemiezirkel. Und er sagt, die Pandemie wird sich am stärksten anschwächen, wenn die sozial Aktivsten geimpft werden. Also nichts, bitte nicht falsch verstehen, dass die Eltern und die gefährdeten Gruppen sowieso geschützt werden. Das ist ja gar keine Frage. Aber er meint, impfen muss man die Leute, die unterwegs sind, die arbeiten oder die Partys machen, also die Jungen. Und wenn wir nach wie vor schwerpunktmäßig leider die Eltern impfen, dann geht das einfach nicht gut. Das sage ich dir, das sagt der Professor Streeck. Und deswegen sage er auch, man müsse darüber nachdenken, wie die Impfpriorisierung einfach neu durchdacht werden kann. Und er sogar, er macht sich große Sorgen über die Kollateralschäden von der ganzen Pandemie-Geschichte. Weil er sagt, dass zum Beispiel rund 80 Millionen Kinder im letzten Jahr keine Polio-Impfung gekriegt haben. Und gar nicht zu reden von den psychischen, von den psychologischen Krankheiten. Und derweil wissen wir, dass unzählige Studien publiziert werden, wo über ein Ergebnis von den Lockdown wirklich ganz analytisch und ganz seriös diskutiert wird. Und es kommt aus, es ist eigentlich völlig wurscht, wie viel man mit dem Lockdown ruiniert hat, können Sie es eigentlich selber abschätzen. Es gibt dazu auch wunderbare Berichte, zum Beispiel in der letzten Ausgabe von der Zeit, da machen sich einige die Mühe, um so richtige Ergebnistabellen auszurechnen. Also wer hat am besten angeschnitten beim Lockdown, wer hat was richtig gemacht, wer hat was im Verhältnis zueinander nicht gemacht, an welcher Stelle liegt zum Beispiel Deutschland im Zusammenhang mit der Inzidenz und mit den Daten oder in welchem Zusammenhang steht das Wachstum mit den Geimpften oder wir haben die Arbeitslosen Einfluss genommen auf den Schuldenberg. Wirklich, wer die Möglichkeit hat, eine ganz spannende Geschichte nachzulesen. Hauptsächlich in Amerika wird weiterhin munter diskutiert, wo jetzt eigentlich der Virus hergekommen ist. Und es wisst, es gibt einfach eine Strömung, ob das jetzt Verschwörungstheoretiker sein oder Wissenschaftler, die nicht richtig lesen können und nicht richtig interpretieren können. Es gibt weiterhin die These, dass der Virus oder das Virus in irgendeinem Labor in China entstanden ist. Aber selbst darf natürlich nicht sein, weil es ist viel einfacher und viel einfacher schicksalhafter, wenn man weiß, die Natur hat das Ganze hervorgebracht. Und damit zusammenhängt, ist natürlich auch die Frage über die Legitimation von der biotechnologischen Forschung. Aber wie gesagt, das sind politische Fragen. Und inwiefern, hauptsächlich jetzt in Deutschland, die Politik oder die regierende Politik uns über die langen Ohren kriegt, selbst werden die Bundestagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sorgen. Da sind wir gespannt, ob die Mama Merkel die Ohren einhängen lässt oder ob sie es feilsig gerade einstellt. Und sonst, was gibt es denn zu sagen? Letzthin beim Dr. Frau oder Andreas Hofer als Sexist und die Megan und der Harry werden von Rassisten verfolgt und Hund und Katz seien umweltschädlich. Ja, wirklich. Das habe ich zufällig gelesen. Wo ist jetzt das gewesen? Im Tagesspiegel. Also, Klimakiller
Haustier. Vor ein paar Jahren haben die Grünen und die Linken in Deutschland eine Umfrage im Bundestag gemacht, ob sie dürfen die Hund und die Katzen mit dürfen in Parlament nehmen. Und der Tierschutzverband hat dann auch eine Petition gemacht, dass zumindest die Mitarbeiter einmal in der Woche die Katze oder den Hund mit ins Büro nehmen dürfen, weil das gut ist fürs Klima und fürs Herz und für die seelische Stimmung und so weiter. Wirklich, aber das ist ganz interessant. Also zum Beispiel laut einer Studie der Technischen Universität Berlin ist ein 15 Kilogramm schwerer Hund, der 13 Jahre lang lebt, für 8,2 Tonnen CO2-Ausstoß verantwortlich. Und das geht natürlich nicht. Das muss man auch der Greta sagen. Ihr wisst schon, die Greta von die grüne Greta. Weil wo kommen wir da hin? Also, jetzt können wir selber entscheiden, ob zuerst die Menschen verschwinden sollen oder zuerst die Hund und Katz oder ob zuerst die Hosen sich vermehren, aufhören sollen, sich zu vermehren. Auf jeden Fall, so geht es nicht weiter. Weil wenn Hund und Katze so einen Scheiß, so eine Umweltverschmutzung machen, dann muss da einfach etwas dagegen tun werden. Zum Schluss noch schnell zum Geld. 500 Millionen von Herrn Kompatscher seien geschnürt und sie seien da. Wir seien wirklich froh um jeden Euro Cent. Danke, danke, danke. Und eine von den ersten brillanten Aktionen von Super Mario, einfach vom Banker, und da muss ich mich wirklich korrigieren, weil ich in einem Video mal gesagt habe, dass er live für die Banken und für die Finanzwelt da ist. Das stimmt nicht. Der Super Mario ist auch für die Staatsangestellten da. Und sein erster grandioser und, wie sagt man jetzt, großzügiger Akt ist der, dass die Staatsangestellten 107 Euro mehr kriegen. Peanuts im Zug, im Gegenzug zu dem, was der Mr. Biden tut. Der Mr. Biden stemmt 1,9 Billionen Dollar für die Soforthilfe. Stellt euch vor, das hat der Donald tun. Also nicht der Donald Duck, sondern der Donald Trump. Auf jeden Fall, der Mr. Biden, 1,2 Billionen stemmt er für die Soforthilfe. Und 1,9 Billionen Dollar in 20-Dollar-Noten aufgestapelt, hat ungefähr ein Herr von Mount Everest. Das können Sie sonst nachlesen. Da hat es eigene Untersuchungen gegeben. Ja, eine ganz wichtige Sache jetzt nur zum Osterfest als Vorankündigung, weil da manche essen da Kaninchen und was weiß ich, was da als, oder na, die Gans ist zu Weihnachten gewesen. Kaninchen, sind das jetzt schon die Kaninchen? Sind es die Langohrkaninchen? Oder? Auf jeden Fall, der Bill Gates hat gesagt, es tut mir leid, wenn ich alle wieder mit dem Bill Gates komme, aber er sagt halt einmal etwas und bringt wirklich ganz interessante und aufschlussreiche und zukunftsorientierte Thesen, Hypothesen, Synthesen, er sagt, man soll leimer synthetisches Fleisch essen. Also zu 100% synthetisch hergestelltes Fleisch. Das ist gut für die Umwelt und auch für die Landwirtschaft. Die Leute müssen einfach aufhören, Rindfleisch zu essen. Oder Ochsenfleisch. Oder was weiß ich für Fleisch. Auf jeden Fall synthetisches Fleisch. Ob das noch Rindfleisch heißt oder Laborfleisch oder Laborabfall, hell kann er jeder Kaufmann oder halt jeder Lieferant selber definieren. Deshalb, liebe Konsumenten von Blattsalat, bleibt wachsam, weil wer weiß, was ich eigentlich in dem Blattsalat als innen ist. Ob da ein Blattl nur echt ist oder ob das alles aus dem Redaktionslabor kommt, halt aus dem Laborredaktion. Und noch etwas. Je mehr wir ein Recht haben, Kanten eventuell, umso strenger wird uns die Macht in Zaum halten. Und umso ohnmächtiger werden wir werden. Was wir dagegen tun sollen? Eine gute Frage fürs Wochenende.
bleibt wachsam und macht's gut.